Ja, liebe Leute, damit herzlich willkommen zu einem neuen wunderbaren Stream hier auf dem Kanal. So, ich hoffe, die Musik ist nicht zu laut, sondern eher so ein bisschen im Hintergrund. Mal schauen. Ich glaube, so soll es eigentlich gehen mit der Musik. Wenn nicht, dann bitte melden. Ja, wir sind mal wieder in SimRail unterwegs. Und heute haben wir einen kleinen Feiertag. Heute ist nämlich Tag des Abstellgleises. Was genau heißt das für uns? Zawirsi hat einfach so viele Gleise, aber da ist halt nie was los. Und mein Plan heute ist, dass wir halt mal die Gleise voll machen. Zumindest mit Bots und Spielern, die halt stehen bleiben wollen. Alle anderen, die natürlich durchfahren wollen, die dürfen natürlich durchfahren. Momentan haben wir schon zwei. Da ist ein Güterzug. Da unten ist ein Güterzug. Aber wir sind schon mal good to go. Und den normalen Verkehr lassen wir erstmal durch. Theoretisch wäre es auch möglich, dass wir eine S-Bahn hier drin abstellen und auch da. Aber das Witzige ist, die verschwinden dann hier einfach von meiner Anzeige. Aber wäre möglich. Mal schauen, ob wir das hinkriegen, dass hier unten die ganze Abstellung voll ist. Idealerweise mit Bots, weil dann nerven wir hier keine Spieler. Ich war gerade vorher schon auf dem Server unterwegs und ich sag's euch, das war ein Fest. Also auf YouTube, das letzte Video, da habe ich mal so einen kleinen Short dazu gemacht. Das war wirklich witzig. Eigentlich wollte man mit dem Güterzug ein bisschen rangieren. Und zwar hier rein. Und dann bin ich auf den Puffer raufgefahren. Und dann ist halt das passiert, was man im Video so sieht. Das war eigentlich gar keine Absicht. Und falls ihr mitmachen wollt, kommt einfach auf den DE3-Server. Da ist gerade nicht so viel los. Aber in Zawirsi wird heute mal die Post abgehen. Waschstraße für den nächsten Güterzug da unten hätte ich schon mal vorbereitet. Ja, vielleicht ein klein Tick lauter mit der Musik. Hübi, moinsen. So, wer kommt da? 40127. Oh, ich muss mir das mal kurz auf einen anderen Screen legen. Wenn ich das besser sehe, 40127, der hält hier. Ist eine S-Bahn-Kutsche. Und moin, Haruk. Da kommt der nächste Güterzug. 421046, schau, da bleibst bei mir aber stehen. Das ist dann eine. Warte mal, 421046. Den habe ich mit mir noch gar nicht auf dem Schirm. Na, mal schauen. Aus der Richtung habe ich dann mindestens für zwei Züge Platz. Und lese 40674. Der muss nach Misko. So, den Kollege lassen wir dann auch mal fahren. Sehr gut. Ja, Lazy, schick mal Güterzüge her. Ich muss die Gleise voll kriegen hier. Da kommt er schon. So, für Misko ist die Ausfahrt schon parat. Ja, also ich persönlich kann nicht klagen, ne? Genießt den Sonntag. Mach mal einen ruhigen. Aber irgendwie habe ich jetzt Bock gehabt auf SimRail. Ist ja jetzt die neue EP08 draußen. Wobei die jetzt ja nicht so special ist zu der 7er. Außer, dass sie 140 fahren darf und eine andere Farbe hat. Oh je, krank sein ist aber nicht so gut. Werd mal schnell wieder gesund.
So, ist denn der pünktlich? 1, 2, 7. Ja, soweit es geht. Lazy fragt auch nicht nochmal. Kommt das nächste Mal von Lazy was? Güterschleuder erst um 14, 19. Das könnte dauern. Gut. Dann kriegst du schon mal deine Ausfahrt. Weg mit dir. Ist über 6 soweit so in Ordnung im Hintergrund. Lauter, leiser, gerade ideal. Wunderbar, das passt. Ja, und was habt ihr so am Sonntag Schönes gemacht? Oder noch vor? Außer jetzt den Stream gucken. Echt zur perfekten Zeit angefangen, wo halt nichts los ist. Oh, da kommt schon das nächste von da hinten. Das ist ein Express. Da weiß ich schon, dass du doch da unten musst. Und der Express, der hält ja gar nicht. Ja dann, ciao. Wir hatten eigentlich heute mal die Diskussion ganz kurz, ob nicht mal auch ein Express hier gehalten hat. Aber wenn ich mal so einen Fahrplan anschaue, fahren die jetzt alle durch. Von Gora kommt jetzt auch was. Der von Gora müsste der LTE sein. Wieder ein fürs Abstellgleis. Ich hab geschaut, wie lange es dauert, bis wir hier alle Abstellgleise voll haben. Und dann auf einmal losschicken. Da freuen sich die Nachbarstellwerke. Vor allem Misko dann, wenn hier die ganze Reihe losgeht. Ich meine, theoretisch könnte auch ein Spieler hier reinfahren und hier unten rein und mitwarten. Und dann schickt man halt alles weg. Aber die Wartezeit könnte halt länger sein. So, 4, 2, 10, 46. 2, 10, 46. Mal schauen, was bist du? 10, 46. Hä? 2, 10, 46, die habe ich gar nicht auf dem Schirm. Okay. Ja, du kommst dann trotzdem mal aufs Abstellgleis. Und einmal dort auf. Und runter. Schaut, dass ich auf der Seite nicht mehr Gleise habe. Und da ist der Express. Ciao. Mal schauen, ist eigentlich in Goha jemand? Sieht nicht so aus. Aber dafür ein Lazy. Ein bisschen weiter links. Oh, und der nächste für Lazy ist da schon am Kommen. Der muss auch noch Gora. Ja, alles voller Portier.
Vielen lieben Dank für den Follow. Also falls von euch mit einer S-Bahn jemand mal in diese Abstellung reinfahren will, du bist Aachen, ne? Lässt sich arrangieren. Es wäre einfach so ein geiler Bahnhof, wenn hier die Rangiersignale funktionieren würden. Oh, und da kommt auch ein Express. Kann sein, dass der jetzt leicht ausgebremst wird. So, 42126. Das ist der nach Gora. Einfahrt mit Halt. Abfahrt um 4 nach. Der Spaß wird dann mal witzig, wenn wir dann endlich mal lazy machen können. Freue mich aber schon auf Ende Februar, wenn der ganz neue Fahrplan kommt. Der soll ein bisschen Abwechslung bringen. Bin mal gespannt, was ich da so alles machen werde. Also mitunter ist ja dann die Trax mit dabei. Das Intercity. Kann ich garantiert mal fahren. Da kommt der Kollege. Aber dann in Katowice und in... Wo was andere? Katowice und plus... Na, nicht Boskova, wie wird es denn heißen? Der Boba irgendwas. Die zweiten Anschlüsse frei werden, das ist halt cool. Lebkuchen, Mann! Moinchen! Ja, Express wurde ausgebremst. Oh, bitte sei kein einzelner Lok. Ich will da die vollen Güterwagen stehen haben. Ja, wobei voll ist relativ. Aber die langen halt. So. Gebe ich dir schon mal die Ausfahrt, Figona? Die werden sich links jetzt alle wundern, wo die ganzen Güterzüge bleiben, wenn die alle bei mir stehen bleiben. So, Weiche können wir schon mal vorbereiten. Ja, ich glaube, der ist wirklich länger. So wie sich da die Besetztmeldung hin und her zieht. So, mach schneller. Geht doch. Ja, was hab ich? Ach, shit. Ich habe mich übersehen. So, und Ausfahrt. Ah, halt. Falscher Button. Tschüss, Express. Und da hinten wird eingefahren. Schau, ich würde gerne weiter zoomen können. Oder halt mit der Kameraposition nach da vorne gehen können. Nice, es füllt sich. Denk mal, Stunde bis zwei dauert es, bis wir hier den Bahnhof voll haben. Mit Güterzügen.
und einer der Züge hat halt schon mal 120 Minuten Verspätung. Läuft. Lohnt es sich, das Spiel schon zu kaufen, oder sollte man noch etwas warten auf Sale oder so? Aber ich würde sagen, das lohnt sich auch jetzt schon. Und vor allem die Entwicklung geht das echt schnell voran. Also fast wöchentlich kommen die Patches raus und Erneuerungen. Also, ich denke, lohnt sich schon. Was auf alle Fälle kein Fehlkauf. Also der erste Spieler, der bei mir vorbeikommt, ist erst um 15.36 Uhr. Bis dahin alles nur Bots. So, weg ist er. Ciao, Kollege. Ja, so einen Spaß könnte man auf D1 nicht machen. Die Leute würden einfach nur fluchen. Was sage ich mit dir da unten? 4, 2, 1, wann fährst du weg? 14:04. 2 Minuten. Wir könnten eigentlich mal zu den zwei Gütezüge da vorne mal hingehen. Schauen wir, was da so dasteht. Und natürlich einen Screenshot machen. Das Einzige, was jetzt dann kommt, ist dann von Misko, aber der braucht sicherlich noch einen Moment. Bis dahin sollte es eigentlich nach da vorne geschafft haben. Da sind sie ja. Oh shit. Da ist jetzt jemand in einem Güterzug drin. Welcher ist das? Das ist der da. Okay, Spieler lasse ich jetzt nicht stehen, die lassen wir rausfahren. Komm, dann ziehen wir halt. So, komm, still. Tag. Ja, Moinsen, willst du noch ein bisschen stehen bleiben oder willst du fahren? Ich würde gerne zum Stellwerk vorfahren und dann stehen bleiben. Ja, da blockierst du mir dann halt alles. Also du musst fast da hinten stehen bleiben. Aber gibt es denn nicht noch ein freies Abstellgleis? Nö, so nicht. Okay. Aber gib's halt Bescheid, sobald du fahren möchtest. Ich mach mit bald. Ich mach bei der Aktion gerne mit. Alles klar. So, was haben wir hier? 40627. Welcher selber? DE3. Wir wollen hier den Bahnhof hier voll machen. Oder? Da bleibt stehen. 40, 6, 2, 7. Ja, da bleibt stehen. Ich möchte diese Abstellung halt mal voll haben. Und dann ein Foto machen, wie das aussieht. Und dann halt alles auf einmal losschicken. So der Plan. Oha, ist jetzt Gora besetzt? Ja, Gora ist jetzt besetzt. SPL drin. Nee, nicht SPL drin heute. Ist der drin, was ich mir denke? Ja,
Nee, come on, ich will dich erstmal voll machen. Also wenn ihr wollt, ne? Und ihr kommt aus Lazy mit einer S-Bahn oder Intercity, schicke ich auch gerne da unten rein, falls ihr da mitmachen wollt, die Abstellung da voll zu machen. Wäre mal ein anderes Manöver. Können eigentlich von da oben reinfahren? Ja, das wird gehen, aber dann kommen sie wieder schlecht raus. Wir müssten da wieder rückwärts rausfahren. Kannst du mich vielleicht per Ersatzsignal auf das nicht elektrifizierte Gleis schicken? Das kann ich machen. mal schauen, ob ich das überhaupt hinkriege. Das ist gut, weil da kann ich dich im Stellwerk besuchen. Jetzt bin ich ein bisschen zu weit weg. Schicke ich dich aufs Untere da? TM. Schick mal aufs Untere, schauen wir, was passiert. Was ist denn das? O120. Halt, das war das Falsche. Stimmt, das war P. ZO 120. Okay. Mal schauen, was da gleich passiert. Vorstraße, Vorstraße, ja, das passt. Ihr musstet auch schon losfahren, ne? Ja, ja. Jetzt haben wir den Schweizer in der Zug. Nicht, dass sie das implementiert haben, dass der dann automatisch despawnt, wenn er keinen Strom mehr hat. Aber es ging auf jeden Fall mal, dass man noch fahren konnte ohne Oberleitung. Das wird jetzt sehr spannend. Der einfach nichts mehr anzeigt vom Signal her. Oh geil, die nächste Schleuder. 245045. Gehen wir rein damit. 245045. Ich hätte dich dann gern auf das obere. Hätte das schon mal eingestellt. Willst du nicht mal ein bisschen weiter reinfahren? Schau mal, ob dich du da hinten irgendwie reinstellen kannst, damit du meine Gleise nicht blockierst. Von Abstand müsste dann trotzdem gehen, dass du bei mir rein kannst. Na, was los, Lazy? Jetzt fachst du an und tust nicht sperren. Ist geil, wie der Stromabnehmer ganz nach oben gegangen ist. Ein Wireless-Strom hier. Die ganz neue Technik. Zuerst gesehen hier auf dem Polen-Server. Was ist denn da drauf? Achso, das ist der nächste Güterzug. Und dann da oben rein. Und dann bin ich da oben erstmal voll.
Immer noch im gleichen Ort. Der hat seine Abfahrt um 14:13. Also gleich mal. Und wie schaut's aus? Fährt er noch oder nicht mehr? Ja, ich probier gerade. So, tschüss für den da. Er ist jetzt hier. Nächstes Gleis besetzen hier. So. Einfahrt. Dann ist die Gruppe da oben voll. Yeah! Meine Strom funktioniert! Ja, ist im Batterielook. stell mal die Weichwelle nach links. Die kann ich nicht stellen. Auch einfach da hinten reinziehen, das wird dann schon gehen vom Abstand. Ja, da kann ich nichts stellen. Uhr kommt noch einer, das ist um 14:36 planmäßig. Also die Weiche kann ich nicht stellen, muss weiter nach hinten reinziehen. Ja, mal gerade. Naja, falsche Richtung. Vorwärts fahren. Ja, Moment. Oh, okay, interessant, was da hinten passiert. Lazy, jetzt frag mal an. Ich will den zweiten Güterzug hier drin haben. Also was genau ist jetzt dein Plan da hinten? Hast die Weiche gestellt da vorne? Also in dem Bereich, wo du jetzt gerade fährst, kann ich gar nichts stellen. Nee, weiter. Also da hinten ist eine Weiche und da will ich nach links fahren. Hä? Aber da ist irgendwie geradeaus eingestellt. Yep. Weil so blockiert, komm, fahr mal weiter in den in Stichgleis da rein und dann sollte es aber trotzdem zu mir kommen, aber dann ist hinten der Bereich frei. So, jetzt stehen alle drei da oben. Noise. Jetzt ist ein 7-4. Das Smirk als nächstes. 40174, 1415, der kommt von Lazy. Und fährt. Misko. War irgendwie klar. Cool, meine Gleise werden frei. Das ist so geil. Ach, da hinten fährt er aufs Stichgleis hin. Wo das Gleis dann einfach mal aufhört.
Ja, ganz klein wenig braucht's noch. Ja, ein bisschen braucht's noch. Was soll ich annehmen? Nee, nicht drehen hier. Ah, was ist das da? Geh. Weiter geht's nicht, sonst werde ich die spawnen am Zug. Ja gut, dann drehen wir halt. Das war bei G, das war dann ZBB, war da, wo das Beep? Na, ZBB glaube ich zuerst, ne? Und einmal gedreht. So. Was machen jetzt eigentlich die Weichen da hinten? Okay, Weichenbereich ist frei. Man kann da so stehen bleiben. So ein Chaos hier. Was ist mit dem 245045? Taucht einfach nicht auf, aber Hauptsache angefragt. Also irgendwie höre ich gerade nichts mehr. Also in-game Voice höre ich gerade gar nicht mehr. Also irgendwie höre ich gerade in-game nichts mehr von euch. Ich habe gesehen, dass ihr was gesagt habt, aber ich habe nichts gehört. Bin noch zu weit weg, Bravura. Ah, jetzt habe ich was gehört. Jetzt habe ich dich gehört. Aber dich hacke ja nicht immer hinter. Ja. Moinsen. Zu Besuch im Stellwerk. Ich glaube, ich schaue jetzt mal kurz auf die Live-Map. Was ist denn da in Lazy los? Wo ist der Güterzug? Komisch. Ja, dann frohes Warten erstmal. Von Gora der nächste Zug. Der wäre 1436. Ich nehme jetzt mal hier die Fahrstraße zurück. Da hat aber eigentlich das was anderes, ne? Weil das, was ich ja gerade zustelle, ist eigentlich ein Stahlwerk. Oh, jetzt kommt's! Nice, der nächste. Komm, nimm an, besten Dank. Cool. Fehlen noch ein paar. Hey Katzenwetter, wie schaut's denn aus? Möchtest du in Zawirsi enden und in die Abstellung reinfahren oder weiterfahren? So, alles hier wieder auf normal. Und über das Ausfahrsignal drüber.
Hey, da wird er noch weitergefahren. Mädchen Gleisen da hinten. Ich glaube, das ist jetzt eine Suizidfahrt da hinten. Einmal schön in Gleisen. Ja, weg ist er. Hab's mir schon fast gedacht. Schade. 14123 an FDL Savici. Einmal halt für McDonald's, bitte. Wie lange soll der denn sein? Wofür ich essen habe. Ja, da würde ich dich mal in die Abstellung schicken. Merci. Nice. Ach stimmt, der kommt ja jetzt von da unten. Ist was, ich glaube, ich lasse mal da oben frei. Und dann schauen wir erstmal, dass wir hier unten voll machen. Das heißt, jetzt kommen noch mal ein paar Gütezüge für Lazy. Da ist er. Oh, tut jetzt Lazy gar nicht mehr automatisch annehmen. Ah doch, jetzt. So, erster weg mit dir. Spannende Geschichte. Ach, das war ja eh nur die einzelne Lok. Ja, gut, dann. Oh, welche Gruppe war das? War das die Gruppe? Nee. Aber es ist du. Für den nächsten raus. So, 2, 4, 5. 045 ist ein Bot, sehr gut. Das heißt, der kann stehen bleiben. Baumeldung, dankeschön. Und der nächste. Sehr gut. Muss er darauf achten, dass ich da nicht die Übersicht verliere, wenn hier alles voll ist. Schicke den Lazy und hoffe, ich komme zu dir durch. was kommt jetzt von Lazy? Was ist der Notruf hier? 41124. Er will nach Gora. So, nächste Anfrage. Warte mal, der 41124, der ist jetzt gerade bei Wies. Ah, ich kann sie nicht aussprechen. So, da kommt der Kollege McDonalds. 40174, warte mal, 40174, da muss nach Misko. Okay, Misko ist ja noch normal. Also, baut aus mit dir. 444046, oh geil, der nächste. Nice. 444046. Immer rein. Oh, und angenommen. So, dann schicken wir den nächsten da oben rein, damit wir das schön in der Reihe haben. Nice. Komm, hör auf mit der Klingel. Und da oben reinfahren. Cool.
Danke für die Info. So, McDonalds-Zug. FDL an den 14.123. 14.123 hört. Wenn Sie dann bei mir im Bahnhof sind, geben Sie gerade Bescheid, dann gibt es Ersatzsignal für die Abstellung. Verstanden. Servus. So, für den Kollegen da oben gibt es dann einmal die Ausfahrt. So, los geht's. Bis der dann hier weg ist. Wir machen Blödsinn auf DE3. Unser Ziel ist es, heute bei Tag des Abstellgleises hier diese ganze Abstellung mal voll zu kriegen. Und wenn es dann noch passt, hier oben noch mit dazu. Und wer möchte, als S-Bahn, der kann auch mal in diese Abstellung hier rein. Alles möglich heute. Also reinfahren geht. Haben wir schon getestet. So, ein Block noch. Dann ist McDonald's hier. Achso, der sollte auch mal wegfahren. Fast vergessen. Sorry. So, nochmal anfragen. Moin, Kollege. Na komm, Lizzy. Annehmen. Dankeschön. Und weg ist er. So, für unseren Katzengriller, die Fahrt geht dann da nach da, einmal ziehen, ziehen und nach ganz da unten, wobei kann ich ihn ganz nach unten schicken, geht das? Ach nee, weil das wäre beschissen, weil da haben wir ein Rangiersignal. Also machen wir es auf das Gleis hier, nochmal prüfen. Ja, sieht. Wobei, kann ich ihm da nicht die normale Fahrstraße geben? Testen. Ach, das geht. Stimmt. Das Spiel ist ja noch nicht falsch geschickt. Oh. Praktisch. Ja, dann. 14123, es geht auch ohne Ersatzsignal. Jawohl, verstanden. Nice. So, er ist über das Signal drüber. Dürfte sich mal allzu lang dauern. Ja, und dann hier wieder rausfahren, rückwärts. Ah, die ist mitten fest. Ich glaube, ich werde mal ganz dezent eine andere Musik reinmachen. Wo habe ich es denn? Da. Musik. Geh mal ein bisschen weiter nach unten. So, schon besser. Bin gespannt, wann das Update ausgerollt wird. In Steam steht das für heute drin. Das große Update ist ja schon da. Das Mini-Update soll aber auch demnächst noch kommen, aber da wird ja nicht allzu viel an Changes drin sein.
kein. Sag mal, lokale Daten überprüfen. Vielleicht geht's ja dann. Ja, noch nicht in Sichtweite. Aber es dürfte nicht mehr lang dauern. Schauen wir mal. 14129. Ja, da kommt bei mir vorbei. Aber erst um 17.36 Uhr. Da dauert es noch ein bisschen. Oh, das ist die Einfahrt vom anderen Güterzug. Die man leider kaum sieht. Schade. Ach stimmt, der hat ja hier einen Halt. Ist die Frage, ob der aber auf dem Perron gewertet wird. Ja genau, die EP08. Ach so, ja stimmt ja, K.O.-Meldung. Und, steht er da? Ja, fährt gerade rein. Cool, und der nächste schon. 14123 hat noch mal Halt mit 4 Minuten. Alles klar. Lazy. Immer her mit den Güterzügen. 644032. So, schon mal vorbereiten. Der fährt dann hier gerade. Hier runter. Und dann passt es. Cool, es wird. Geil, Anfrage. Cool, und nochmal doppelt kontrollieren. Rein hier. Oh, das wird so ein geiles Foto werden, wenn hier alles voll steht. Bei der EP08 nur Intercities? Gute Frage. Ich habe es ehrlich gesagt noch nicht genau angeschaut, mit was die so unterwegs ist. Aber fährt auf alle Fälle keine Güterzüge wegen P. Also ein kleines Meckes-Paket wäre jetzt wirklich nicht schlecht. Ach, wenn von oben mal der Anschluss noch kommen würde. Aber sie haben ja schon gesagt, es kommen ja eventuell ein, zwei deutsche Strecken und Grenzübergang. Aber damit rechne ich nicht in den nächsten 3-4 Monaten. Und in Polen gibt es dann von der jetzigen Strecke auch noch eine Erweiterung. Haben sie zumindest mal in Discord reingepostet. Was ist denn da hinten jetzt? Güterschleuder. Ich habe es fast vergessen. Du musst jetzt mal einmal da oben rauf. Und dann da rein. Und habe ich es richtig? Ja, glaube schon. Einzelne Lok, ja, ist langweilig, die schickt man dann gerade wieder weiter. Der kann eigentlich gerade durchpfeifen da. Ich will nur die großen Sachen hier haben. Von welchem Stellwerk war eigentlich das Bild, was ich gepostet habe? Bauinsider, serviert hier für 64, 40, 32, mal bitte melden. Ja, hört. Eine Möglichkeit, mich mal kurz für 5 Minuten an Land zu nehmen. Welcher von denen ist es?
Hatte ich eh vor. Also wirst gleich zu zwei anderen Kollegen kommen. Ah, wunderbar, danke dir. Bin ja eh zu früh. Immer gern. Ja, genau. Opokno Polutni war das. So, McDonalds-Zug, 14.23, Abfahrt 14.37, eine Minute noch für die Abstellung. Moment nochmal, kommt da schon die Ausfahrt? Daisy, was schickst du mir da? Das ist dieser 444046. Könnte sein. So, Einfahrt ist drin. So, hier fragen wir schon mal an. Nicht dulles Zucker. Ja, so kann man sich doch gut merken. So, erst fort. Ciao, weg mit dir. Oh, er kommt. Wie das gerade für die Fahrgäste wohl ist. Ja, unser Zug fährt erstmal aufs Abstellgleis, weil jetzt wird erstmal mal Meckes gegessen. Coole Sache. Ist auch das erste Mal, dass ich so einen Zug da so reinschicke. Das Swipe-Banner, der hat auch dreimal länger stehen in einer anderen Priorität. Ja, die werden sich jetzt auch denken, was macht der Zug jetzt hier? Ich würde ja gerne mal nach da vorne laufen. Geht sich das aus, dass ich da hinlaufe? Ich wüsste einfach gerne, was von Lazy da kommt. 4.11, 2.4, da muss noch Gora. Okay. Das heißt, kann er von da unten nach da oben fahren? Ja. Lass mal den mal ganz normal einfahren. Oder gerade mal überdenken. Warum ist das hier weg? WBL1G. Oder möchtest du das vielleicht mal bitte annehmen? Dankeschön. So, Einfahrt. Für den Kollegen hier. Achso, K.U.-Meldung. So, und dann einmal über den ganzen Bereich da drüber. Spaßig. Okay, jetzt laufen wir mal kurz da unten hin. Ich glaube, das geht sich aus. Erstmal Fototime. Spätestens in der Stunde bin ich da unten.
Oh, nicht mehr weit. Ah, der sieht jetzt schon nicht schlecht aus mit den dreien. Ob es explizit Add-ons werden, das haben sie schon nicht gesagt, aber sie haben gesagt, dass das Ganze erweitert wird. Auf einer Kollege. Ah, so cool. Mega nice. Ah, das wird so geil aussehen, wenn hier die ganze Abstellung voll ist. Ah, coole Sache. So, der Kollege da. Ah, von Misko kommt jetzt wieder was. 4.11.2.4. Der hat schon Verspätung. 32 hätte er wegfahren müssen. Ja, sobald er angehalten hat, darf er dann fahren. Ja, wobei. Ich denke, wir können jetzt schon mal die Ausfahrt geben. Ah, shit, ja. Ich muss ja Gegenrichtung aktivieren, sonst geht das nicht. Hä? Warum lassen wir es immer noch nicht machen? Hier der 44, mehr die Dame. 46 für Servize. Ja, hört. Stehe hier noch vorm roten Signal. Müsst jetzt eigentlich langsam weiter hier. Ja, ich schicke dich gleich weg. Okay. So, was habe ich jetzt falsch? 4, 11, 2, 4. Ich muss nach Gora. Warum kann ich dich jetzt da nicht schicken? Das... Hä? Ach so, scheiße, ich hab sie ja nicht bei G angemacht. Jetzt ja. So, wer wollte jetzt fahren? 444046, glaube ich, war das jetzt, oder? 444046, du wolltest fahren, gell? Ja, 444046, richtig. Okay, das ist er hier. Das müssen wir einmal umstellen hier. Schade. Und nachdem man nach Misko muss, machen wir das einmal so. Wollen wir nachkontrollieren. 444046, ja, der fährt nach Misko. Schade. Wird wohl nichts mit voll machen hier. Also ich bin auf das Spiel nur über dich gekommen und fand das sehr interessant. So, die 44046 fährt dann jetzt los. Danke dir. Immer gerne. Ah, das war halt auch so mein Wunsch, dass TSW mit dem Modulbau weiß, ja, war. Was aber bestimmt kann ich bei TSW lange warten. Ach, TSW, das kannst du irgendwie in die Mülltonne treten. Simrail ist die new kid in the block. Haben wir dann auch gerade wieder reinlassen, sobald er hier weg ist. Warum ist das jetzt wieder ausgegangen? In der Bocktobel ist der jetzt ein Druckstelle, muss ich das bei einer bestimmten Reihenfolge schalten? Nö, nee, normalerweise nicht. Schickt man die S-Bahn nach Gura. Nee, das macht man nicht. Weil die wird ja eh gelöscht.
So, mal schauen, ob ich jetzt schnell bin. Einmal hier gerade. Komm, mach frei da. Sehr gut. Und einmal hier. Ach, Bravura, du bist es. Gerade erst gesehen. Ja, servus. Eigentlich ist heute Tag des Abstellgleises. Wir wollten da hinten mal alles voll machen. Ach, scheiße. Tut mir leid. Wusste ich nicht. Kein Problem. So, seht mal wieder Platz. FDL an den McDonalds-Zug. Wenn du dann wieder fahren willst, sagst du Bescheid, gell? Ich hab Zeit. Was? Ja, als ich das... Was? Als ich das gestehen habe bei dir auf YouTube, ist mein Kopf explodiert vor Geilheit. Ah ja, lassen wir uns überraschen, was kommt. Ja, läuft. Könnte ein bisschen mehr Verkehr hier haben. So, 40129, der bleibt hier stehen. Moin, Darkstyle. Ist da ein Spieler drin? 42 10 48. Wo ist der? 210. Ah, den zeigt er mir auch nicht an. Okay. Interesting. Ich gucke mir erst seit 10 Minuten zu, aber ich verstehe nichts von dem, was du da machst. Also kompliziert ist gar nicht. Aber wenn du das selbst mal machen willst, ich habe ein Tutorial-Video gemacht für Drucktastenstellwerk. Ich würde dann, oh gut, du kannst eh nicht mit dem gleich anfangen, aber es ist wirklich nicht so schwer. Einfach nur Knöpfchen drücken. Trainerd, moinsen. Hallöchen in die Runde und auf einen vollen Abstellbahnhof. Ja, das muss voll hier werden. Zum Tag des Abstellgleises. Bühnezüge willkommen und jeder, der hier eine Pause machen will. Was ich bisher verstanden habe, dass du Schienen stellst, aber was genau? Also, Schienen tue ich nicht stellen. Ich mache Fahrstraßen. Das sind die weißen hier. Alles, was rot ist, da ist ein Zug. Die gelben da, die zeigen an, in welche Stellung die Weichen gerade sind. Entsprechend hat es halt die Knöpfe dazu und halt die Signale. Ich glaube, die erkennt man so. Und da gibt es dann halt die Knöpfchen für ganz normale Fahrstraße, dann Schierfahrstraße und SZ. Und die ganzen anderen Knöpfe da sind für Sonderfälle. Ersatzsignal, Weichenstörungen und so weiter. Braucht man aber in der Regel nicht. Da ist schon wieder grün von Lazy. Was kommt da? Vielen lieben Dank für den Prime. Willkommen beim Lion Squad. So, Karte aufmachen. Was kommt da? 40676 kann das sein. 40676 kommt da. Nach Misko. Ha! Hab's doch gewusst. Hat die Einfahrt. Man kennt sich. Der ist im Stehen. Und tschüss.
Ist eigentlich jetzt alles besetzt hier? Kura, Tabora, Tabora, Bezin, Sosnowiek, Katwitz. Ja, der größte Teil zumindest. Ja, Nature soweit. Eigentlich alles ganz gut. Gechillt. Stellwerk habe ich noch im Griff. Also bei Joinville DE3. Offen für Unfug. Und weg ist sie. So, deine planmäßige Abfahrt wäre 53. Jetzt gleich dann. Magst du eigentlich mal die Abschnecke für die S-Bahn testen? Also ich weiß, dass sie funktionieren. Also wenn da eine S-Bahn mal reinfahren will, kann man arrangieren. Haben wir heute gegen Mittag schon getestet. So, Ausfahrt für den Kollegen. So, und für die nächste Güterschleuder. Immer wieder vorbereiten, um das hier wieder zu füllen. Gut. Was haben wir hier? 4, 2, 10, 48. Wenn das so ist, stelle ich die da auch gerne ab. Ja. Ist kein Problem. Ach, aber warte mal, du stehst ja da. 40, 6, 7, 6. Ah. Ich meinte, den kann ich nicht ändern. Ah, doch, kann ich. Ja, dann E2. SZE2. So, bitteschön. Das leichteste Fahrzeug am Anfang. Es sind eigentlich alle nicht sehr schwer. Eventuell eher die S-Bahn hier. Ist ja eher ein 76 und andere Verschnitte davon. Und ich glaube, das macht lieber Ingame. Wird die 676, du sagst dann halt Bescheid, wenn du wieder raus bist. Ja, bei mir einfach alle parken. Jetzt verschwindet er dahin. Wir sehen jetzt nicht mehr. So, dann werden wir das Gleis hier mal wieder sicher machen. Das heißt, das ist er da drin eingesperrt. Fürs Erste. Oh, Güterschleuder. Einmal nach da oben. Hier 2, 10. Ja. Wird schon passen. Eigentlich. Weißt du, wo die Dampfloks kommen? Ich habe gehört, es sollen welche kommen. Ja, es kommen welche auf jeden Fall. Aber wann die kommen, kein Datum.
Oh, jetzt glaube ich, kommt ein Express für Gora. Die 126. Mal schauen. Ja, da kommt ein Express. Soll ich dich gleich schon nach oben schicken? Nein, ich schicke dich regulär. Und fährst da hinten einmal über alles. Ah, hab's doch gewusst. 4126. Ah, das wird dann schlimm werden, wenn die Dampfloks dann da sind. Werden dann überall nicht verfügbar sein. Also dann alle damit fahren wollen. Welches Stellwerk? Zawirsi. So, Kollege. Gib Gas. Da kommt ein Express. Ja, war ich jetzt schlau gewesen, dann hätte ich den da hinten stehen lassen. Bis der Express durch ist. Da ist wohl jemand gegen den Prellbock gefahren. Kann ich nicht empfehlen. Hier der 42 10 48 für Servize. Ich wollte mal fragen, wie es für mich weitergeht. Wer ist denn das? Ja, du kannst direkt durchfahren. Okay, weiß ich Bescheid. So, einmal anfragen. Ja, also, Prellbock, böse. Nicht gegen Prellbock fahren. Ein bisschen davor stehen bleiben in Simrail. Nee, das ist keine schlechte Idee. Man darf halt nur nicht auf dem Prellbock auffahren. Der Bot hat mal eben beschlossen, gegen den Prellbock zu fahren. Ja, da muss halt immer ein bisschen aktiv bleiben, damit der nicht übernimmt. Oben, Machine, Shop 3 Express. Und ne, Banana eingleisig auf der mega langen SPL, das machen wir nicht. Das machen wir mit einem anderen Bahnhof, aber nicht mit dem hier. Und dann haben sie wirklich brutale Verspätungen. Und jeder, der hier stehen bleiben will und Verspätung machen will, das ist ja okay, aber ich, wenn man jetzt hier fahren will, dann sollen die Leute auch fahren können. Aber so sind die Verspätungen jetzt nicht so krass. Und auf der SPL Richtung Goa können sie es wieder zum größten Teil reinfahren. Boom, schneller. Das sind nur 16 Kilometer. Dauert ein bisschen, bis ich aus dem weichen Bereich raus bin. Ja, ich habe einen äußerst langen Güterzug. Ja, kein Problem. So, ein paar Sekunden noch. Ja, fast. Ein paar Meter noch. Ah, immer die letzten Meter. Er muss halt hinter dem Signal hier sein.
Jetzt, endlich. So, da. Okay, einmal so. AFG, SPL ist scharf. Und tschüss. 40629. S-Bahn, alles klar. Soll ich mal den Bot Express auf der Abstellung stehen lassen und dann... Was? Soll ich mal den Bot Express auf der Abstellung stehen lassen und dann den IC vorbeilassen? Ja, die Musik ist gerade schräg, aber auch irgendwie passend jetzt da, so nach dem Motto, schnell hier raus. Ciao, Kollege. Gute Fahrt. Immer schön S2. Ja, oh, genau jetzt hört sie auf, wo der Express weg ist. Oh, der Easy schickt schon wieder was. Was ist diesmal? 42128. 42128, der muss nach Goda. 42128. Ich werde dem Express hinterher. So, jetzt will ich aber eine andere Musik. Playlist, wo bist du? Nee. Besser. Und die nächste Güterstelle. Ich glaube, jetzt machen wir da oben mal wieder voll. Wenn Spots sind, die da kommen. Zumindest mal die obersten zwei. Also eine Frage in die Abstellung, ist bei euch noch alles gut? Besten. Ja, alles schön. So, weg ist er. Mensch, schmutzig diese Züge da. Ab in die Waschstraße mit dir. Alter, aber ich kenne mit dir, sonst hätte ich jetzt auch sie mehr gespielt. Wie kann man heute noch ohne PC leben? Könnte ich gar nicht. So, der wird jetzt hier warten. Was ist, wenn ein Streckenabschnitt gelb ist? Gelb? Also es gibt rot, weiß und dann aus, aber gelb? Das ist mal was Neues. So, 42128, 42128 für Goda, der hat Verspätung, der sollte eigentlich gerade schon wegfahren. SPL scharf schalten. Und los geht's. Und dann darf er hier reinfahren. Was ich auch nicht erspare, gerade so ein Bild ist auf meinem Discord-Server. Schauen wir mal. Discord Simray, vermute ich mal. Wo hast du ein Bild geschickt? Bilder und Videos? Ach, da.
Ach so, das meinst du. Das ist dieser Schutzbereich, also der Schlupfweg, so. Der geht aber wieder weg, sobald der reingefahren ist. Den neuen EC zu bekommen, ist ja wie ein 6er im Lotto. Da war ich dann auch gar nicht so besonders. Ist aber auch wieder die EP07, also dass ich halt ein bisschen schneller fahren darf. Sag mal, was ist denn mit der Musikplaylist heute? Ist ja voll furchtbar. Okay, das ist irgendwie auch nicht besser. Ich glaube, wir wechseln mal komplett auf ein anderes Genre. Machen wir mal das hier. Mal schauen, kann das was? Naja, etwas besser. Ja, es ist wirklich nur ein bisschen schneller. Ich meine, 125 zu 140. Es ist exakt die gleiche Lok, nur mit einer anderen Übersetzung. Moin, Öfizocker. Cool, geht sich ja gut aus mit dem hier. So, einmal gerade. Die Einfahrt. Wann hat er seine Abfahrt? 15:13. Hat aber, ich würde jetzt meine Hand nicht dafür ins Feuer legen, aber Sinn machen wird, entsprechend ein bisschen weniger Zugkraft. Ich hätte aber gern Doppeltraktion in dem Spiel. Ich habe schon versucht, im Singleplayer mir das selber irgendwie hinzubasteln, aber wird leider nicht unterstützt. Als Leerzug geht's schon. Kannst du dann irgendwo auf ein Abstellgleis hinstellen, damit es schön aussieht, aber fahren geht nicht. Doppel-S-Bahn, oh ja. Was ist eigentlich mit den Güterzügen da von Lazy? Wo kommt denn da mal wieder was? Lazy. TME. ICE, TME. Dauert noch ein bisschen. Sound ein bisschen leiser, höre gar nichts, während ich nebenbei noch in der Lok sitze. Ja, sonst Stream lauter machen oder Lok leiser, eins von beiden. Ist bei mir eigentlich schon relativ laut dabei, vom Ausschlag her. Ah, Güterschleuder, 447. Ein Bot. Oh, kann ich mal ganz kurz was trinken, nachdem jetzt gerade nichts los ist. So. Schauen wir denn aus in der Umgebung. Das ist auch ein geiler Name. Dr. Ivan Schnitzel. Nice. Das hab nicht ich im Chat reingeschrieben. Gibt es auch schon die Stellwerke mit den Hebeln? Es gibt eins, da ist es zumindest als Displaymodell drin, kannst du nichts damit anfangen, aber. Soll demnächst kommen, die komplett manuellen. Ich bin noch 196 Kilometer weg, also reicht da. Also gib mal Gas.
200, geht schon. Oder 250. So, Kollege ist da. Ich bin auf dem DE3-Server. Also gerade als Reminder, Tag des Abstellgleises. Diese Abstellung muss heute hier voll werden. Bevor die nicht voll ist, gehen wir hier nicht raus. So, 40, 6, 2, 9, 15, 13 Abfahrt. Weiß ihm, Bot. Da, bitteschön. Güterschleuder. Wer ist auf die Abstellung? Da oben. So. Also wenn du dann jetzt auch gleich als Zug kommst, heißt, da ist der Spaß mit dem SPL dann vorbei. Kein Gegengleis mehr. Ich komm dir helfen. Der Bahnhof muss voll werden. Also es wird gerade gefragt, ob jemand Gora übernehmen kann. Also wer möchte, jetzt dann rein. Die SPL bleibt für immer so. Schalter eingefroren. So, Einfahrt von dem Kollegen da hinten. Nee, da hab ich nicht ab. 245047. Ah, lazy. Nice, der nächste. 245047. Unhöflich, du legst halt immer gleich wieder auf. So, 245047. Audienzleiter serviert sie für 64,4032. Ja, hört. Ich wollte bloß melden, dass ich zur Planzeit dann abfahrbereit wäre. Zur Planzeit? Was hast du für eine Planzeit? Ach, 15, 19. Ach nö, noch einer, der hier wegfährt. Ja, alles klar, schick dich dann raus. No! So kriegen wir das hier hinten voll. Na gut. Schade, schade. Ist der McDonald's... Was ist das, der McDonald's-Zug? Nee, der McDonald's-Zug ist da weiter unten. Der Milo. Das ist er hier. So, einmal hier raus und 644. Ja, klar, Misko. Was schaue ich denn da überhaupt nach? 15, 19. Okay. Dann nach Plan. Hello. Guten Tag. Sechs. Komm. Das war falsch, aber egal, dann schicke ich ihn halt da nach oben. Nicht so tragisch. Ah, cool. Da fragt Lazy an.
So, wenn du jetzt rausfährst, dann fährst du da unten rein. Ja, hab's ja eh schon eingestellt. Bleibt nur wieder 1, 2, 3, 4, 5, 6 Züge. Theoretisch 7, wenn wir komplett voll machen. Hallo. Moinsen. Da verlässt uns der kühle Zug. Wird bei unserem Feiertag nicht mitmachen. So eine Gemeinheit. Also gucken wir mal. 644034. Mal gucken. 644034. Theoretisch um 16:19, aber hast minus 62 aktuell. Und das stimmt. Und nach Misko, einmal nach da oben. Oder? Ja, Misko. Die 24, 50, 67 kannst du gleich auf den Abstellgleis mal stellen. Warte mal, 24, 50. Ich auch. Ach, der ist Abstellgleis. 47, mein lieber Papa. 12. Moment. Jetzt. So, jetzt waren es gerade ein bisschen zu viele. Also, wer will jetzt alles aufs Abstellgleis? 24, 50, 47. 47 zum Schluss. Okay. Und in 44, 70, 59. Der 950er. Also die 950 steht doch schon auf dem Abstellgleis. Ah, der ist auf dem oberen. Ich will den unteren. Ja, ich schau mal, was ich machen lässt. Eigentlich wäre es geil gewesen fürs Fotoshooting, wenn alle so in die Richtung schauen. So, dann, wenn der von da oben da nach unten will, muss jetzt hier eh erstmal frei werden. 242, warte mal, brauchen wir jetzt, ach so, ja klar, Gora. Da würde wieder normal fahren. Wir müssen aber die erstmal hier weg. 24129. Warte mal. 24129. Kurze Nachfrage. 24129, du wolltest nicht in die Abstellung, oder? So. Er kommt jetzt hier rein. Zwangsbremsung. 4129, dann kannst du mich ruhig mal reinfahren. Ah, also klar, Abstellung. Zwangsbremsung musst du halt machen, wenn ich fahre. So kann ich ja keine Sachen hier anhalten. So, Reis frei machen hier. Alles rein in die Abstellung. ihn könnte man eigentlich auch schon mal reinlassen. Jetzt muss ich mal kurz schauen. Von da nach da runter. Nach da. Nach da. Und dann müsste das so passen. Naja, das passt noch nicht. Okay, let's go. Erst mal instinktiv die Leertaste gekämmert.
Stimmtest du mal wieder Chaos auf euch selber? DE3. Heute ist Tag der Abstellung. Diese Abstellung muss heute hier voll werden. Was ist der Steckenblock für... Nein, ist noch nicht frei. Der muss erst hier weg. Dann ist frei. Scheiße, und der 40176 steht da jetzt noch. Jetzt wird's 444048. Okay, jetzt wird's stressig. 444048. Oh. Ich glaube, ich werde das bereuen, was ich hier vorhab. Das ist immer so schön hier. Also das Ding ist, wenn er so hier reinfahrt, dann muss er später auch so wieder rausfahren. Das gleiche mit dem McDonalds-Zug. Komm, nimm jetzt an. Der nächste muss dann da oben reinfahren. Einmal so. Halt, nee, falsch. Gerade. Hier runter. Gerade. Gerade. Ja, so. Holy shit. Oh, du bist ja gemischt. Cool. Ja, für den geht's auch gleich weiter. Ich habe ihn noch nie so viel rot gesehen. Aber der ganzen Lions Squad in der Abstellgleise da hinten. Also 24.12.9, da bist du in die Abstellung. Gut. Ja, wir wollen ja auch die Abstellung voll machen, ja? Ja, klar. Das wird ein Spaß, die ganze Abstellung hier wieder aufzulösen. Ah, je. Sag mal, Gora könnte man eigentlich wieder auflösen, ne? ZBLG. Ich denke, du hast so einen Personenzug hier drin, ne? Ja, ist der McDonalds-Zug. Der ist noch am Ampfen. So, da. So, ein bisschen noch, dann ist die Vorstraße ja wieder frei. Sag mal, ist in Gora jetzt wieder jemand drin? Irrlicht, okay. Eingefahrener Güterzug, halt. So. Alles normalisieren hier. Der passt aber auch gerade hier rein. Oder? 40176, Misko. Ja. Ja.
Und der Kollege für die Abstellung. Einmal hier so, 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 so. Und... ziehen. Ah, doch drücken. Obwohl ich Verspätung habe. So, Spieler verstecken. Das müsste passen. Nachbarzüge habt ihr auch Verspätung? In der Abstellung gibt's keine Verspätung. Sechs zu vier, 0-3-4 sind Trabua. Ey, es wird. 14-1-2-5. Ja, ist frei. Naja, vier musst du noch voll machen. Ja, aber ich glaube, lang dauert es nicht mehr. So. Einmal auf G1. Wie sehr kann man das Spiel empfehlen? Sehr. Macht Spaß. Seht ihr, man kann hier auch Blödsinn machen. Sag mal einer Schmirgelpapier, die Oberleitungen sind so grün. Aber solche Scherze sollte man nur dann machen, wenn man mit einem Stellwerk klarkommt. Und die Spieler natürlich mitmachen. Geil. Troll macht am meisten Spaß. Nee, soll schon die Master sein. Ach so, shit, der muss ja hier wegfahren. Fast vergessen. Entschuldigung. Ich glaube, wir schauen nochmal später bei der Gang da hinten vorbei. Einmal Gruppenfoto. Alle draußen vor den Loks. Ah, stimmt. War eigentlich echt keine blöde Idee. So, da im vorderen Weichenbereich alle mal zusammenstellen. Und dann ein Foto. So, wer kommt jetzt da? 4, 11, 2, 6. Der will nach Gora. Einmal ein Highspeed. Für besseres Thumbnail. Ja, klar. Wieso fragt mich jetzt Gora schon wieder an? Gora. 14, 2, 5. Da kommt auf jeden Fall was. Er ist am Fahren. Sehr gut. Vier, elf, zwei, sechs ist da. Ah, da ist ein Spieler drin. Ansonsten, wenn es ein Bot gewesen wäre, hätte ich jetzt gerade die Durchfahrt schon gegeben. Dann wäre ich jetzt mal nach hinten gelaufen. Ist das kompliziert am Anfang? Ha, nicht wirklich. Kommt auf Stellwerk drauf an, aber eigentlich nicht. Ein bisschen Tutorial schauen. Hust auf meinen Kanal. Und dann geht es. Und moin, Dieter. Servus und tschüss. Weil ich glaube, wir machen das Thumbnail, wenn die nächsten drei hier noch voll sind. Dann stellen wir uns da zusammen hin. Alle Güterzüge sind lang. So wie sie benutzen, man weiß, was man macht. Ja. So, 4, 11, 12, 6. Zum Anhalten. Tut mir leid, ich bin jetzt ein neuer Schwarzfahrer. Okay, schauen wir mal runter zu den Jungs. Schau, was sie da so machen.
Ich habe vorhin eine Person zu der Tür aufgemacht. Macht man doch nicht. Der, wo in der Abstellung steht. Und zwar ganz, ganz unten. In dem blauen Anhängern. Ich finde deine Stimme spannend. Gibt nicht viele YouTuber mit so einer entspannten Stimme. Oh, vielen lieben Dank. Bravo, ob du so weit rauskommst. Ah, doch, das sollte gehen. So, da ist die Chaos Gang. Normalerweise, wenn ich so viele Züge auf einmal sehe, hätte man meinen, oh je. Ich versuche mich irgendwie von der Loch zu befreien. Da sind sie, die Collision. Da machen wir mal kurz ein Foto so. Und der rechten von das Licht aus. Ja, einmal F12. Und von dem an Foto. Stimmt, die Stimme ist schön ruhig und nicht so laut und aggressiv. Donkey, donkey, donkey. So Leute, kommt's mal alle vor. Machen wir ein Mini-Fotoshooting. Fehlen noch ein paar hier. Ich komme nicht vor. Ich bin hier fest. Bei allen einmal allgemeine Kontrolle. Gabrauer. Oh, jetzt kommt's vor für ein Fotoshooting. Oder nach hinten, je nachdem wie er steht. Ich hoffe, es staut sich jetzt nicht. Ich bin unterwegs. Sieh da keinen bei den anderen. Ah, war schon mal Nummer 3. Oh, ich bin frei. Was ist weggefahren? Ein Zug, mein Kollege. Ein Zug. Schau mal ganz kurz ins Stellwerk, wie ihr euch da aufgestellt habt. Was kommt da? 242229. Ich glaube, da muss man die Abstellung. Achso, das ist hier falsch. Ah, ansonsten ist es hier ruhig. Außer dass von Misko noch was kommt. Das ist jetzt eine Bravour. Abstellung. So viel 2229. Also in die kleine Abstellung oder in die große Abstellung? Das ist egal. Okay. Ja gut, dann fährst du jetzt gerade in die kleine Abstellung. Und, wie ist die Lage da hinten? Seid schon alle von... Ah, ich sehe ab und zu, sehe ich da mal so die Person rumlaufen da hinten. Ganz süß. Servus. Ja. Moin sehen. Ja gut, easy going. Mir fehlen aber noch ein paar Leute.
Theoretisch kann auch hier noch mein Zug dann rein. Dann war es halt richtig voll. Ja, liebe Autofahrer, ich würde hier umdrehen. Ist immer noch so, dass sie da voll drüber backen. Naja, sie fahren halbwegs sauber drüber. So. Frag mich, ob die Grundsatz. Drei Stück. Frag mich, ob die da drüben schon die Verspätungsanzeige haben. Wobei, nein, ich glaube, die tut sich erst beim nächsten Bahnhof aktualisieren. Nee, immer den ganzen Müll hier abladen. Ja, was sind jetzt die ganzen Lokführer? Es sind immer noch zwei. Wo ist der Rest? Also seht ihr nur noch zwei Lokführer da vorne. Wo ist denn der Rest? Schade. Ja, gut. So. Wie ist hier die Lage? Erst mal einfahren und ansonsten... Wer ist da? Das habe ich jetzt gerade akustisch nicht verstanden. Wer ist da? Gute Frage. Ja, nein, wie lange streamst du denn noch? Ach, keine Ahnung. Zumindest mal bis hier voll ist. Das kann noch ein bisschen dauern. Aber gebt mal Bescheid, wenn hier wirklich alle Lokführer da vorne stehen. Also 3, 4, 5, 6 Leute müssen da vorne stehen. Oder wenn es richtig zählt? 3, 4, 5, 6, ja. Die sind alle noch in den Loks drin. Weilhard kommt da hinten, der Katzengriller sitzt noch drinne, der Brutus, der Sparklerfuchs. Steht da für mich. Die wollen halt einfach alle kein Fotoshooting machen. Die sind schüchtern. Steht draußen. Ja, ihr müsst alle mal Richtung Stellwerk gehen. Wird man dann da so ein kleines Foto machen können. Wir stehen an Zügen. Also, oder 21 Minuten Verspätung für den nächsten, der nächste Güterzug. Warte mal, ist es der? Der uns wieder anzeigt? Nee. Wann kommen die nächsten? 44? Bald müsste eigentlich wieder mal was kommen. An welchen Tag streamst du? Oh, ich hab da keine Regelmäßigkeit. Wenn ich gerade irgendwie Lust habe, dann streame ich. Ah, Lazy fragt an. Ja, selbstverständlich, da darf noch ein Güterzug kommen. Dum, 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 dum. 644, 0, 34. So, wo schickt man denn den hin? Den schickt man da einmal. Mach die Bude voll.
zu. Oh, Lazy, frag an. Da kann ich noch. Da nicht nach hinten gehen. Oh, ich freue mich schon, wenn ich das Ganze hier wieder auflösen darf. Ich stehe am TM95. Ja, ich komme gleich nach hinten. Ich warte jetzt gerade drauf, dass Lazy noch den Güterzug hier anfragt und dann geht's los. Ich habe 30 Minuten PT, also keine Verspätung bekommen. Noch nicht. Ach du, das mit dem Stellwerken ist nicht so schlimm. Also da gibt es wirklich sehr einfache Stellwerke. Und da musst du eigentlich nur von links nach rechts, rechts nach links schicken. Das geht schon. Warum blinkt es da? Zwei G. Alles klar. Wieder eine Dreh-Action hier. Ja. Komm schon, einmal drehen. Ist wieder Sucht. Hast du geile Kollegen auf dem Server, macht es immer richtig Spaß. Aber leider gibt es hin und wieder so Hirnlose. Ja, das stimmt. Irgendwelche Druckknopfstellwerke, ich weiß aber nicht warum. Ja, das hat schon was Magisches. Vor allem, wenn hier was los ist. Ich hätte hier gerne noch die Variante mit den automatischen Fahrstraßen. So, Lazy, was ist jetzt? Anfragen. Fragt halt Ewigkeiten im Voraus an und dann macht er nichts. Mal schauen, 644, wie weit ist der noch weg? Bei Lazy, 5 Minuten. Ah, Speedway-Fan, keine Infos dazu. Müsst mal geduldig bleiben. Ja, weil die komplett elektronischen, die haben halt schon auch was. Vor allem, wenn es was Großes ist, macht es schon auch Spaß. Also, beides hat seine Vor- und Nachteile. Kennt ihr das, wenn man mit einem Freund zusammen sowas wie Simulator zocken möchte, aber RTSW besser findet? Es gibt halt sonst kein anderes Zug-Multiplayer-Spiel. Wie kann man denn Trades in World Cup besser finden? Gut, wenn man vielleicht das polnische Setting nicht macht, dann verstehe ich es. Aber ansonsten ist doch Trades in World nicht besser. So, was kommt da? Ach so, so einer. Ja, liebe Leute, das ist leider das Ende von dem Video. Wie immer würde ich mich freuen, wenn ihr natürlich hier unten Kommentare reinschreibt, wie ihr es gefunden habt. Aktuelles zum Spiel findet ihr hier in dieser Playlist. Ansonsten der neueste Upload hier oben. Und wer möchte, kommt auch auf unseren Discord-Server. Link ist da rechts oben. Gibt auch immer wieder gratis Spiele und da könnt ihr auch mit mir quatschen und natürlich der Community. Ansonsten lasst ein Abo da und dann verpasst ihr keinen Upload mehr. Bis denn dann, euer Braubucher. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.